Hola Leute, letztes Mal haben wir Churchy gekillt und jetzt passiert irgendwas Neues. Warte, was muss ich machen? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Aber wir gehen erstmal zum Grenzland, weil da ist ein Ausrufezeichen. So, hier irgendwo müsste unser Ziel sein. So, und zwar in 265 Metern ungefähr. Und dann habe ich wieder so... Alter, seht ihr das? In meinem Bildschirm sehe ich das häufiger, als ihr das in der Aufnahme seht. Aber wenn das nicht weggeht... Das geht nicht weg, oder? Ich muss hier das Game nochmal neu starten. Das wäre nervig. Oh nein, ich zuck wieder so nach links. Okay, Leute, das ist ein bisschen alles sehr komisch hier. Ich starte nochmal das Game neu. Okay, da sind wir auch schon wieder. Mal gucken, ob es besser ist. Da bin ich. Oh, da ist der Kutscher. Moin. Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Ja, dann suchen wir mal. Los, los. Hopp, hopp. Okay, das war interessant. Was ist mit ihm? Was soll ich jetzt machen? Mal ganz im Ernst. Zweimal kurz meine Schlinge. Oh, Dach. Der krabbelt da jetzt immer noch rum oder was? Hey, die habe ich gerade getötet. Mann. Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken, hieße New York schutzlos zu lassen. Doch wenn wir es nicht tun, rechnen sie mit einer Niederlage. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Hinterhalt! Ich habe die schon einmal getötet. Vielleicht wissen sie etwas. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Sollte es ihm wohl hinterher... Warum ich? Weil ich es sage. Ah. Wieder so ein Ding, ne? Den kann ich nicht mit meinem Seil anbinden. Alter. Ich habe keine Pistolenkugel, ne? Schade, schade. What? Das hat doch geladen. Was soll das? Das ist ja nett, Alter. An die Waffen, Männer! Schnell! Hä? Rettet mich! Was soll das? Hä? Alter. The fuck? Los. Fahr zur Hölle. So, ich muss den bewachen und führen. Wieso ist der so langsam? Willst du dich verarschen? Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Und tot. Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Die anderen sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast sie alle getötet. Warum? Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Ey, die Methoden von Heathen sind einfach die besseren. Kann man nichts gegen sagen. Das wird ein lustiger Ritt. Was? Wieso? Wieso fällt so einfach Punch um? Ach man, da renne ich jetzt, ey. Wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut, ich schicke unsere Truppen nach Monmouth. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Er was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Wow, also der ist pissig. Noch 3 kann ich töten. Dann wird's eng. Muss ich nicht eigentlich nur zum Ende reiten? Wir gehen doch alle den Weg entlang, oder? Let's go. Oh, tschüss.
Cool. Das würde ich sagen, hat gut geklappt. Hätte ich die vorher töten können jetzt gerade eigentlich? Ui, hier hat man sich mal... Habe ich mich am Anfang versteckt? Ah ne, ein anderer Typ oder so. Keine Ahnung. Ist das nicht eh schon mal niedergebrannt? Da siehst du, hier ist da alles niedergebrannt. Radun hage dun Charles Lee. Luanak duqua. Yashagoya tonghawe. Ganok dogu dano dohkarak ni hadi. Nahoda. Gak nuwe niahonenu. Wakte sagodi dashtana. Zini hadi. Kari boyeri. Tani negiga. Ne ayagoderio. Ja, die haben die Krieger mitgenommen, um das Dorf easy anzugreifen, schätze ich mal. Hä? Die muss ich töten? Wieso muss ich jetzt gerade meine eigenen Leute töten? Raff ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt habe ich meine eigenen Leute alle getötet. Und jetzt? Was bringt das? Charles Lee. Was triert der Hunde der Hunzonia im Kiawanto? Dann noch ganz easy, als sie jene, was ist es? Azoga, Tigarungwe. Wohanrud sieht es auch nicht gut an den Jungen. Sie ist der Niander, das Gott nicht gut an Gani. Nicht sie ohne Gang, Rune, der sie und Gwanu Garden, der. Der Gott nicht aus Gang, Aki. Gwanekt, die und Gwanu Skan, sie war Gwanja, sie ne Asquia, der nun Statzige. Da ihr seid nicht gut an die Hunto. Dann nur, diese Wand Daxa, der ne Zungwe, das Zumba. Da der Rissa. Und Gott der Rissa, und unser Zaheum. Es ist blöd gelaufen für ihn. Ich glaube, den muss ich töten. Ja, das ging auch relativ schnell. Ja, Tena, das ist der Danzen. Sie geht doch jetzt da, ne? Und sogar nachsehte. Oh, doch, dann gehe ich am Waterio. Ja, ist sehr blöd. Ja, na, wann du dein Guayat dann nur Stadunge. Ohne was der Rissa im Jadaro. Kann auch mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Let's go! Was? Okay, ich muss den Flächendamage nutzen von der Knarre. Das verschafft uns mehr Was Zeit. Ist das? Ja, guck mal, da ist dann auch noch wer hier. Das hat einfach gar nichts gebracht. Ey, da hinten stehen tausende Leute. Wir schlagen sie doch noch. Das können wir halt nie im Leben alle fertig machen. Komm schon, 3, 2, 1, fuck. Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Gut gemacht, meine Soldaten. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind. Und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Okay. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken? So werde ich es ihm nehmen. Ja, lol. Ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Part. Tschüss, Leute.